Die Ulmer in den weißen Trikots sind zu Hause eine Macht, haben nur eines der letzten 28 Heimspiele verloren. Die fünfte Minute, Ulm im Balleroberungsmodus. Leonardo Chienza schnappt sich die Kugel. Zurück auf Nicolas Jan. Jan, schöner Steckpass auf Philipp Meier. Und es gibt Elfmeter. Wir schauen genau hin. Meier ist zuerst am Ball und dann kommt Lübecks Florian Egerer zu spät. Richtige Entscheidung. Und alles andere als clever von Egerer. Weit weg vom Tor, ungestüm reingegangen in den Zweikampf. Der Elfmeter, eine Sache für Johannes Reichert, den Ulmer Kapitän. Einen hat er schon verwandelt in dieser Saison, einen vergeben gegen Saarbrücken, dabei aber im Nachschuss verwandelt. Reichert gegen Klevin, Reichert scheitert. Unplatziert geschossen der Elfmeter und ganz stark pariert von Philipp Klevin. Der SSV Ulm ist bisher klar tonangebend im Duell der Aufsteiger und macht weiter Druck. Lukas Röser hat ihn noch. Zurück auf Bastian Allgeier. Und wieder kommt der umtriebige Jan an den Ball. Jan! Wieder Klevin. Der Schuss hätte genau gepasst. Herausragend gehalten vom Lübecker Torwart. Die Stimmung im Donaustadion ist prächtig. Der Spielfluss allerdings erstmal dahin. Beide Teams stehen gut, sind giftig in den Zweikämpfen und neutralisieren sich weitestgehend. Schon eine halbe Stunde vorbei. Das ist wieder Jan, auffälligster Mann bisher auf dem Platz. Nicolas Jan, Zuckerpass auf Meier. Meier geht vorbei, Meier tanzt, Meier findet Röser. Wieder nichts. Was für eine Gelegenheit für Lukas Röser. Klevin ist schon geschlagen und dann heißt der Endgegner Morten Rüdiger. Ulm nutzt seine Chancen nicht und so heißt es zur Pause 0:0. Die zweite Hälfte, Ulm drängt, Lübeck hängt. Hinten drin, Leonardo Chienza kommt da irgendwie durch. Chienza! Wieder ist Klevin zur Stelle. Bester Mann in den Reihen der Lübecker. Vom VfB kommt offensiv bisher gar nichts. Jetzt aber gibt's diese Freistoßgelegenheit. Tarik Gözüşirin versucht's und macht's nicht schlecht. Christian Ortak ist da, der erste Torschuss für Lübeck in diesem Spiel in der 50. Minute. Dann eine Kontergelegenheit für die Ulmer. Romario Rösch auf Chienza. Leonardo Chienza vernascht die Lübecker und weit vorbei. Ulm hat mittlerweile dreimal gewechselt. Arendt, Hiegel und Chessa sind im Spiel für Meier, Röser und Jan. Die Ulmer marschieren weiter. Die Flanke von Rösch kommt an. Arendt! Genau in die Arme von Klevin. Immer wieder Philipp Klevin. Der nächste Ulmer Versuch. Chienza, Pfosten! Verzweiflung. Weiterhin 0:0. 70 Minuten vorbei. Die Lübecker mit ihrem Kapitän, mit Boland. Der rennt sich fest und Ulm schaltet schnell. Das ist Chessa, immer noch Dennis Chessa. Finte, drin, 1:0. Die Erlösung für die Ulmer. Ein Ballverlust von Mirko Boland ist der Ausgangspunkt. Die Ulmer luchsen ihm die Kugel ab und Chessa besorgt den Rest. Das Tor beflügelt die Ulmer. Nächster Angriff. Chienza spielt die Gegner schon wieder schwindelig. Leonardo Chienza, Traumtor!
Lübeck liegt 0-2 hinten, aber von Aufbäumen nichts zu sehen. Es spielt nur Ulm. Und der Bann ist gebrochen. Wieder Cessa. Wieder drin. Die Entscheidung kurz vor dem Ende. Das 3-0, vorbereitet von Felix Hiegel. Und Dennis Cessa verdient sich das Prädikat Super Joker mit seinem Doppelpack. Das war eine schwere Aufgabe, das wussten wir, und da mussten wir heute einiges dagegen bringen. Aber wir sind auch eine gute Mannschaft, wir sind auch sehr eng und geben unser Bestes. Und wenn wir so weitermachen, ich denke, die letzten Spiele hat man jetzt schon gesehen, wir können überall mithalten und auch guten Fußball spielen. Deswegen, wir müssen dranbleiben, müssen jedes Spiel 100% geben und dann ist auch alles möglich. Wir sind sehr froh, nach so langer Zeit Abstinenz wieder im Profifußball vertreten zu sein. Und ich kann einfach versprechen, dass wir in jedem Spiel alles raushauen werden. Aber wir sind trotzdem demütig, wir wissen, wo wir herkommen, und für uns gilt es jetzt erstmal, ja, Punkte zu sammeln, solche Auftritte wie heute versuchen immer hinzulegen, und dann bin ich sehr positiv gestimmt, dass wir eine gute Saison spielen werden. Der SSV Ulm gewinnt die Weltpremiere gegen den VfB Lübeck klar mit 3-0 und mischt in der dritten Liga oben mit.